Wir befinden uns hier in Grinzing in einem Weingut, wo jährlich der Sommerheuige des Wiener Seniorenrings und der Freiheitlichen Jugend stattfindet. Seit mehr als 10 Jahren treffen sich hier inmitten der Weinberge junge und junggebliebene Freiheitliche zum Gedankenaustausch und zum Pflegen der Kontakte zwischen den Generationen. Ich freue mich heute ganz besonders, heute hier zu sein beim Sommerheurigen. Diese schon Tradition findet viele, viele Jahre statt und es zeigt einmal mehr, wie geschlossen und geeint die freiheitliche Familie ist, bestehend aus Jugend und Senioren. Und bei anderen Parteien gibt es ja immer einen Generationenkonflikt und es freut mich besonders, dass hier ja, jung und alt so gut miteinander zusammensitzen, gute Stimmung haben und ja, dass bei uns eigentlich dieser Generationenvertrag gelebt wird. Für uns als Freiheitliche Jugend ist die heutige Veranstaltung ja mittlerweile mit einer über 10-jährigen Tradition behaftet, wo wir es schaffen, jedes Jahr weit über 100 junge Menschen hierher zu bekommen, die sich auch mit älteren Leuten unterhalten, wo man über die verschiedensten Themen diskutiert und wo natürlich auch als Highlight heute unser Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der ja auch einmal Landesobmann der Freiheitlichen Jugend in Wien war, eine Rede zum Besten geben wird und darauf freuen sich unsere Mitglieder heute schon sehr. Die Idee, Jugend und Senioren zusammenzuführen, ist ja nicht so abwegig. Umso mehr auch alle anderen eingeladen sind und auch alle anderen kommen. Somit zwar das Fest der Senioren und Jugend ein solches ist, aber auch ein Fest für alle, die freiheitlicher Gesinnung sind und ihre Freunde, sind immer herzlich eingeladen. Und der Erfolg dieses Festes wird von Jahr zu Jahr größer. Ich habe den Eindruck, dass jedes Jahr mehr und mehr kommen. Eine wunderschöne Tradition in der FPÖ Wien, dass hier schon zum 15. Mal dieser Sommerheurigen stattfindet. Auch ein schönes Zeichen, Senioren, Jugend in klarer Einheit. Die Stimmung ist heute hervorragend. Man kann die Musik hören, der Spritzwein schmeckt sehr gut, das Wetter passt und es sind hunderte Leute da. Und jetzt warten auch alle auf unseren Vizekanzler HC Strache und dann sind wir komplett und es wird ein schöner Abend werden. Naja, jetzt sind wir seit 8 Monaten in einer Regierungsverantwortung und haben in den ersten 8 Monaten schon sehr, sehr viel Positives auf die Reise gebracht. Wir haben sichergestellt, dass einerseits gerade für die ältere Generation die Inflationsanpassung erstmals seit über 5 Jahren auch wirklich nachhaltig der Fall ist. Nicht, dass man da so wie früher unter den Rotten einen Lufthunderter bekommt, sondern wirklich 2% Inflation nachhaltig für alle ASVG-Pensionisten sichert und für die kleinen und mittleren Pensionisten sogar ein Plus von 2,6%, nämlich deutlich über der Inflation. Und das nachhaltig, denn das wird nächstes Jahr dann wieder bei der Inflationsanpassung dann als Wert natürlich herangezogen. Und das ist ein wesentlicher positiver Schritt, wo es die größte Pensionserhöhung seit über 5 Jahren auch für die Pensionisten gibt, weil wir denen verantwortlich sind. Und da geht es um Gerechtigkeit und Fairness.